Wir wollten unbedingt einen Dreier dort holen, das Spiel gewinnen. Und ich glaube, das war für uns alle wichtig, mal wieder mit einem Sieg einfach in die neue Woche zu starten, jetzt ins Heimspiel zu gehen und am besten gegen Halle nachlegen. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin immer natürlich auch, ich gucke immer, was ich noch besser machen kann. Und ja, ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Also ich habe da Vertrauen in mich und bin mir sicher, dass es einfach eine Frage der Zeit ist, bis es auch in der Liga klappt. Bist du wirklich entspannt dabei? Ja, wirklich. Doch, auf jeden Fall. Warum soll ich unentspannt sein? Also, ja, weiß ich nicht. Ja. Nee, also wie gesagt, ich vertraue in meine Qualität und bin mir sicher, dass ich dann auch der Mannschaft zu den ganzen anderen auch mit Toren noch helfen kann. Ja. Ja, viele Zweikämpfe, intensives Training, viele Duelle, 3 gegen 2, 2 gegen 1, Abschlüsse. Ich glaube, so kann man es kurz und knapp beschreiben. Weil das Grundvoraussetzung für das Spiel ist, dass man gut trainiert, dass man sich gut vorbereitet. Und ja, deswegen ist jedes Training wichtig, muss man jedes Training 100% geben. Ich denke, Halle wird wieder ein sehr physisches Spiel, ja, wo einfach wieder wir auf eine Mannschaft treffen, die körperlich sehr gut ist, die einfach ja, auch übers Team kommt. Deswegen wird es ein sehr schwieriges Spiel, vielleicht ein Stück weit anders wie Berlin. Und ja, da ist natürlich wichtig, dass wir wieder an die Leistung anknüpfen. Ja. Ja, du sagst es schon, also eigentlich bringt es gar nicht so viel, auf die Tabelle zu schauen, weil gewinnst du ein Spiel, bist du Zweiter, verlierst du ein Spiel, bist du Achter, Neunter, also von dem her bringt es eigentlich gar nicht so viel, auf die Tabelle zu schauen. Ja, da ist wirklich der Spruch fürs Phrasenschwein, ja, von Spiel zu Spiel, der ist da eigentlich passend. Gib mal eine Devise für Freitagabend. Ja, Heimsieg, ja, wollen wir schon schaffen, ja, auf jeden Fall, einfach 100% geben und Brücke zum Beben bringen. Ja, natürlich die Fans, auch was in Berlin gerade war überragend, dass da über 1000 Mann dabei waren. Das pusht uns enorm und umso mehr, umso besser. Also ja, die tragen uns natürlich und ja, wir freuen uns über jeden Fan, der kommt und am besten, wenn die Bremer Brücke voll ist.